Sehr verehrter Landtagspräsident, sehr verehrte Kollegen, liebe Bankkunden, ureigenste Aufgabe und Verpflichtung des Staates ist es, für Sicherheit seiner Bürger zu sorgen. Punkt. Dafür gibt es staatliche Hoheit. Die SPD will die Polizei stärken. Gut so. AfD wirkt. Sie übernehmen jetzt eine Kernforderung der AfD. Da muss man sich doch fragen, warum? Die Defizite des ehemaligen Innenministers Pistorius wurden schon heute Morgen hier im Plenum angesprochen. Vielen Dank, Herr Bock. Mut zur Wahrheit. Fragt man sich, warum das jetzt erst zur Trage kommt, wo Sie nicht mehr in der Koalition sind. Unvergessen, dass Herr Pistorius eine Polizistin nicht vor Clans schützen konnte in Peine. Die Defizite der inneren Sicherheit in Niedersachsen sind lang und groß. Dazu gehören auch Automatenaufsprengungen. Rot-Grün möchte also die Tatanreize durch eine Verpflichtung der Bankinstitute Herr werden. Das muss man sich auf der Zunge vergehen lassen. Der Staat kann das Eigentum der Banken nicht mehr sicher schützen. Sie, Herr Saade, haben das gerade auch zugegeben. Danke dafür. Deswegen soll jetzt eine Täter-Opfer-Umkehr eingeführt werden. Die Banken sind also schuld an der Zahl der Automatenaufsprengung. Interessant. Das ist nichts anderes als eine Bankrotterklärung der Innenministerin Frau Behrens, die sich damit nahtlos an die Versagensministerin Frau Faeser im Bund anreiht. Vermutlich sind bald auch Messeropfer schuld an ihrer eigenen Verletzung, weil sie keine Ritterrüstung mehr tragen. Wir alle in diesem Hause wissen ganz genau, wer die Täter sind. Das hat die Anhörung im Ausschuss ergeben. Über 90% marokkanischer Abstammung aus Holland. Aber von Clankriminalität möchte die SPD nicht sprechen. Das ist tatsächlich Realitätsverlust von seiner schönsten Seite. Ich freue mich doch immer, Herr Watermann, dass Sie meine Reden so schön kommentieren, Herr Watermann. In Ihnen ist vermutlich der neueste Umfragetrend in Brandenburg nicht so gut bekommen, aber seien Sie sicher, auch in anderen Bundesländern werden die Zahlen der AfD steigen. Was sind die Folgen des Versagens der seit Jahren in SPD-Hand liegenden Innenministers? Die Öffnungszeiten werden eingeschränkt. Die Zahl der Geldautomaten sinkt. Von 23 bis 7 Uhr gibt es kein Bargeld mehr, obwohl die Bundesbank sich für eine flächendeckende Versorgung ausgesprochen hat. Liebe Landsleute, willkommen im sichersten Deutschland aller Zeiten. Was sagt der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Herr Kopelke, dazu? Osnabrücker Zeitung, 13. September. Die Polizei sei den Täterbanden wegen fehlender Technik und Ausbildung unterlegen. Wer ist dafür nochmal verantwortlich, liebe Gewerkschaft? Stimmt, seit 11 Jahren liegt das Innenministerium in der Hand der SPD. SPD und innere Sicherheit, das passt halt nicht zusammen, weder im Land noch im Bund. Was sagen eigentlich die Sparkassen, die von den Regierungsparteien vorgeschlagenen Umsetzung? Sie sagen, sie sind ein wirtschaftlicher Kraftakt, sprich, sie sind teuer. Steigende Bankgebühren werden die Folge sein. Aber noch besser, ich zitiere wieder aus der Stellungnahme der Sparkassen. Eine gesetzliche Verpflichtung würde die Präventionsarbeit enorm verteuern, ohne einen besseren Erfolg zu versprechen. 6 Sätzen, liebe Freunde von Rot und Grün. Es zeigt sich, innere Sicherheit wird es nur mit einer starken AfD geben. Wir sind bereit, Verantwortung zu übernehmen. Vielen Dank. Herr Kollege Matuszewski-Drewes, bitte gehen Sie noch nicht weg, weil es den Wunsch einer Zwischenfrage durch den Kollegen Saade gibt. Möchten Sie der entsprechen? Selbstverständlich, Herr Kollege. Bitte schön, Herr Kollege. Vielen Dank für das Gestatten der Zwischenfrage. Wie sehen Sie dieses Ereignis, also Geldautomatensprengung, vor der Tatsache, dass das ein europaweites Problem ist, nicht nur ein europaweites, sondern eigentlich ein weltweites? Diese Automatensprengung gibt es ja selbst in Südafrika. Das Punkt 1. Punkt 2. Wir folgen ja tatsächlich den Empfehlungen der Europäischen Polizeibehörde. Haben wir, um nach Ihren Worten zu sprechen, ein europaweites rotes Problem? Wie ist das dann in den Ländern, die vielleicht nicht rot regiert werden? Und letzte Frage, dann höre ich auch wirklich auf. Wir haben in Deutschland knapp 60.000 Geldautomaten. Was ist das Konzept der AfD? Wollen wir 60.000, nee, wir müssen ja mindestens mal 3 rechnen. Das heißt, wenn ich Richtung Polizeikräfte rechne, würden wir jeden Geldautomaten schützen wollen. 2 Polizeibeamte pro Geldautomaten. Kollege Saade, ich glaube, jetzt müssen Sie zuschauen. Dann hätten wir 180.000 Polizeibeamte zusätzlich. Ist das Ihr Konzept oder was ist Ihr Konzept?
Sehr geehrter Herr Sade, vielen Dank für Ihre Frage. Das Konzept der AfD kennen Sie. Es ist der Schutz unserer Außengrenzen. Und wir alle wissen, worüber wir reden. Warum steigt die Unsicherheit seit 2015? Warum wird in meiner Kleinstadt Gifhorn 38 Betonklötze montiert? Warum? Sie wissen es, wir wissen es. Es gibt nie eine 100-prozentige Sicherheit, aber die Ursachen nicht zu bekämpfen an der Wurzel, das ist Ihr Grundfehler. Und Dänemark und Schweden, Dänemark mit einer SPD, also rot geführten Regierung, zeigt, wie es geht. Konsequenter Kurs in der Asyl- und Migrationspolitik, das sorgt für innere Sicherheit in allen Bereichen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Matuszewski-Drewes. Vielleicht gestatten Sie mir noch den einen Hinweis, dass es den Gepflogenheiten dieses Hauses entspricht, dass Sie sich von diesem Rednerpult ausschließlich an die Kolleginnen und Kollegen wenden dürfen. Ich bin zu Ihren Gunsten davon ausgegangen, dass das alles Bankkunden sind, die Kollegen. Und insofern habe ich darüber dann hinweggesehen.